Ja, willkommen zu unserem Vortrag heute in Doppelmoderation von mir, Helmut Schmidt, und meinem Kollegen, den Simon Pichler, zu dem spannenden Thema Plattsprecher und DJ mit Open Source. Kleiner Überblick, was euch heute erwarten wird in den kommenden 20 Minuten. Eine kleine Agenda, also wir werden uns kurz vorstellen, wer wir sind, was wir so machen und wie wir zu diesem Thema überhaupt kommen. Dann natürlich eine kurze Vorstellung, Basketball allgemein, das kennt man vielleicht noch als Spiel in der Schule, aber auch wie ist es so im Profi in der Bundesliga. Und der Verein UBSC, was ist der, wie lange gibt es schon, was hat er für Mannschaften, was machen wir dort? Dann unser beider Zugang dazu, eben wie wird man da eigentlich Plattsprecher oder eben DJ? Die ganzen Anforderungen, die das dann mitbringt, also technisch-organisatorisch, wie haben wir das Ganze mit Open Source erfolgreich gelöst? Ein kleiner Hinweis, LibreOffice, Audacity und VLC waren da wichtige Komponenten bei uns. Und zum Abschluss natürlich auch gerne noch für Fragen offen, wenn es noch welche geben sollte. Deswegen, ich fange mal ganz kurz mit meiner Person an. Helmut Schmidt, bin schon öfter hier gewesen bei den Linux-Wochen, eben auch als Sponsor von der OSEC, der Open-Source-Gruppe der WKO. Bin selbstständig eben als Einzelunternehmer seit mehreren Jahren und auch im Bereich Lichttechnik verstärkt unterwegs, weil ich da auch mit Open-Source einiges plane. Und jetzt durch Corona war leider Pause. Und ich habe dann auch verstärkt mich jetzt eben in den Sportbereich betätigen können, eben als Unterstützung von Simon. Und leite gleich über zum Simon. Simon Pichler, hauptberuflich Kabarettist und in meiner Jugend halbwegs erfolgreicher Basketballer. Dann bin ich wieder zum Basketball zurückgekehrt, habe mich als Zuschauer so aufgeführt, dass mir dann irgendwann jemand angerufen hat und gesagt hat, magst du nicht bei uns einmal probeweise Plattsprecher machen? Das war 2013, seitdem habe ich es mir eingetreten und mehr als 130 Partien beschrien. Also man merkt schon von der Empathie und von der Präsentation her, wir haben ja Captain Kirk und Mr. Spock, das gleiche auch passiert meistens dann beim Spiel. Vorstellung Basketball, UBC allgemein, Basketball in Österreich ist halt leider noch immer eine Art Randsport im Vergleich zum Fußball, aber wir haben durchaus schon sehr hochwertige Spiele, eben auch in Graz, UBC mittlerweile Tabellenvierter in den Playoffs, beginnend mit diesem Sonntag, wo wir beide wieder moderieren und unterstützen dürfen. Generell Spielablauf, Organisation, Regelungen, da kann ich der Simon etwas mehr dazu erklären, weil er schon öfter dabei ist. Was soll jetzt erklären? Also allgemein ist es ja so, vom Basketball, ich glaube, wie man spielt, das weiß angeblich jeder. Also es gibt die kleine Variante mit 3 gegen 3 auf einen Korb oder eben die große, die halt in der Bundesliga auch ist, mit 5 gegen 5 auf 2 Körbe. Generell ist so, die gesamte Spielzeit beträgt 40 Minuten. Unterschied zum Fußball, es wird bei jeder Unterbrechung abgestoppt. Also Zeitschinden geht weniger. Basketball leidet ein bisschen unter einem relativ komplexen Regelwerk. Deswegen bemühe ich mich auch immer wieder, einzelne Regeln zu erklären, wofür die Leute recht dankbar sind. Der UBSC ist entstanden aus der Fusion zweier Grazer Vereine, BUG und UBBC, spielt seit sehr vielen Jahren Bundesliga, ist aber die einzige aktuelle Bundesliga-Mannschaft, die noch nie Meister war. Aber heuer ein unglaublich sympathisches, unglaublich einsatzfreudiges und wirklich sehenswertes Team. Aus dem Grunde auch ist es gut, wenn man dort dann eben unterstützend tätig ist. Es gibt eben die Regelung, dass man in der Bundesliga zwingend einen Plattsprecher braucht. Das Simon hat schon gesagt, Basketball ist ein bisschen komplizierter. Beim Fußball ist eindeutig, da rutscht jemand hinein, das war ein Foul, Freistoß, Elfmeter, was auch sonst. Gelbe Karte, rote Karte. Beim Basketball passiert oft ein Pfiff und dann fragen sich vielleicht einige Zuschauer, die noch nicht so lange dabei sind, was ist da passiert. Dann ist auch die Aufgabe eben der Kommentatoren zu erklären, was der Schiedsrichter jetzt gemacht hat, was es dann in weiterer Folge passieren wird. Und aus dem Grunde auch DJ dabei, weil öfter gibt es auch dann Timeouts von den Trainern oder sonstige Spielunterbrechungen. Da soll man so ein bisschen dann auflockern mit Musik natürlich auch, die vielleicht auch passend ist. Auch der Wiedererkennungseffekt, wenn man zum Beispiel die berühmte NBA-Orgel einspielt. Da, 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 da. Also, ihr merkt schon an unserer perfekten musikalischen Darbietung heute, die ja akustisch ist. Wir haben vorhin mal kurz abgefragt wegen den AKM-Abgaben. Nachdem das heute hier wieder AKM nicht geregelt ist, dürfen wir euch das mit unseren Stimmen darbieten oder euch einladen dann eben am Sonntag. Zwei Ausnahmen, und zwar den Zuschauerklatscher können wir nachher dann einspielen bei der Präsentation und die Hymne vom UBSC kurz anspielen, die ist nämlich vom Simon und die DAFA. Wir gehen einmal weiter. Jetzt eben der Werdegang eben Plattsprecher DJ ist einmal so das Typische. Man ist einmal irgendwo dabei als Zuschauer, denkt sich, ja, das ist gut, das gefällt mir, da gehe ich öfter hin. Man hat eine gewisse Begeisterung.
Und dann, wie das Simon schon gesagt hat, wird man dann immer interessierter und hat immer mehr Verbesserungsvorschläge. Und das geht dann meistens so lange, bis sie meinen, du, wenn du eh schon so toll bist, also wir wissen es vom Fußball, wir sind alle Teamtrainer und sonstige Experten, dann kannst du es auch gleich selber machen. Und das war bei uns immer schon früher der Fall, also eben schon länger als ich. Ich bin dann später dazugekommen, auch über den gleichen Weg, also Zuschauerbegeisterung, Vorstellungen, Einbringung. Und mittlerweile können wir es alle paar Wochen selber verwirklichen, weil wir haben da ja, 40 Minuten Spielzeit plus halt dazwischen noch die Zeit, also 1 bis 2 Stunden freie Bühne vor mehr oder weniger Zuschauern. Großer Reiz ist natürlich dieses Spannungsfeld. Ich bin dafür verantwortlich, gewisse Dinge durchzusagen, denn der Schiedsrichter sagt, ich soll durchsagen, dass die Shot Clock wieder auf 14 Sekunden gerichtet wird. So muss ich das tun. Auf der anderen Seite bin ich natürlich dazu da, das eigene Publikum ordentlich gegen den Gegner aufzuhusten, indem ich es auffordere, die berühmten Defense-Chöre mitzuschreien und indem ich die Spieler frenetisch für jede Aktion bejuble. Zeitweise gibt es dann auch Differenzen mit den Schiedsrichtern, die ich immer nur so weit ausfechten darf, bis der Verein in den Bereich einer kostenpflichtigen Strafe kommt. Eine Strafe von 200 Euro oder so ist nämlich bereits für einen österreichischen Basketballverein eine Erschütterung des Budgets, die gewisse Pläne durchkreuzen könnte. Es geht wirklich um sehr wenig Geld. Andererseits ist es natürlich bekanntlich auch etwas, was die Atmosphäre durchaus fördert, wenn es nicht ums große Geld geht. Das ist eben auch ein Punkt dabei, wie man schon sieht, also dort in die Vereine haben sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter, unter anderem eben uns als Sprecher und DJ und Techniker dabei. Man muss auch sagen, das ist jetzt die Bundesliga, die haben noch viel andere Sachen. Nachwuchsbereich, Damenmannschaft, wo oft ein Heimspiel leider kein Heimspiel ist, sondern eben aufgrund fehlender Moderatoren oder Musikzuspielungen sehr still verläuft. Deshalb haben wir uns gedacht, wie kann man das auch für andere einfach aufbereiten, dass jemand in der Lage ist, einen Laptop zu bedienen, eine Präsentation zu bedienen, selber sagen kann, okay, Beispiel, meine Kinder sind bei dem Verein, die haben ein Heimspiel, ich melde mich für Kommentieren und spiele auch Musik ein und kann das auch, weil ich die Tools dafür habe. Aus dem Grunde auch heute eben dieser Vortrag. Damit man nochmal weiß, ungefähr von diesen ganzen Organisatorisch-Technischen, müssen wir nicht alles merken, da hier, was passiert eigentlich alles vor dem Spiel? Weil viele glauben, na, wir kommen halt ein paar Minuten vorher hin und dann schalten wir das Mikro ein und den Laptop klappen wir auf und dann ist es soweit. Dem ist nicht ganz so, also generell sind wir etwa eine halbe Stunde vorher schon dort, weil erstens mal die Mannschaften wärmen natürlich vorher auf, brauchen da auch Musik. Mittlerweile haben wir schon so gecheckt, dass sie selber ihre Playlisten haben. Weil wir festgestellt haben, wir sind doch von den Jahrzehnten schon einigermaßen entfernt von den Jüngeren und haben einen deutlich anderen Musikgeschmack. Also bis 10 Minuten vor Spielbeginn dürfen die machen, was sie wollen, dann übernehmen wir das Ruder an der Musik. Ich sage nur ein Wort, Hip-Hop. Ja, genau. Wir sind jetzt aus dem rockigen Bereich und Hip-Hop wird es halt dort offenbar mehr von den Spielern her gewollt. Generell ist dann eben so, diese ganzen Sachen mit Namen, Spieler, Trainer, Schiedsrichter, die werden ja vor den Spielen zum einen schon im Internet präsentiert, klarerweise. Also man kann schauen, welche Mannschaften welche Kader haben. Immer natürlich dann spannend an einem Spieltag, gerade in Corona-Zeiten, wer ist jetzt wirklich da, wer spielt mit welcher Nummer und vor allem, was immer erst ganz knapp vorher ist, welche Schiedsrichter kommen überhaupt. Das ist immer ein ganz, ganz großes Geheimnis. Und aus dem Grund habe ich hier geschrieben den Spielbericht, weil eben das muss ja dort eben auch mitgeschrieben werden. Also immer heißer Tipp, am besten dorthin gehen am Anfang, Spielbericht fotografieren mit dem Tablet, dann hat man die aktuellen Daten und dann kann man die verlesen, weil die Stimmen sicher. Dann eben gibt es die berühmten 9 Minuten vor Spielbeginn, da pfeift dann der Schiedsrichter und macht beide Mannschaften darauf aufmerksam, es wäre es an der Zeit, einmal wieder sich auf die Bänke zu begeben, weil jetzt haben die Ankündigungen kommen der Mannschaftsnamen. Und damit man jetzt in dem Sinne schon einmal einen Eindruck bekommt, wie das ist, es sind immer die Gäste zuerst vorgestellt. Wir haben uns gedacht, heute machen wir es anhand von einem Beispiel. Am Sonntag gastiert eben St. Pölten bei uns im ersten Playoff-Spiel. Und da Simon wird jetzt mal ein paar Namen von der Mannschaft von St. Pölten so in dem Modus verlesen, wie es am Sonntag machen wird. Liebe Basketballfreunde, it's Showtime! Wir empfangen heute die Gäste von SKN St. Pölten. Sie spielen mit der Nummer 1 Kevin Lewis, mit der Nummer 4 Felix Angerbauer, mit der Nummer 5 Bernhard Tockner. Jetzt aber zu unserer Mannschaft UBSC Raiffeisen Graz. Wir spielen mit der Nummer 2 der Manny White, mit der Nummer 3 Randy Hey.
1 mit der Nummer 4 Pascal Laschet, mit der Nummer 5 Albin Baric. Also so eine kleine Kosmoschau, man merkt schon, auf der einen Seite, die Gegner müssen verlesen werden. Wenn man sich beim Namen nicht sicher ist, kann man auch immer den Anfangsbuchstaben deutlich sprechen und den Rest so dahin wurmeln, kommt auch immer noch, damit man es halt verlesen hat. Die eigenen natürlich entsprechend euphorisch betonen, immer und auskosten, kommt auch immer super an. Und ich habe dann eh geschrieben, es kommt dann immer auch noch dann die Signation, natürlich unsere UBC-Hymne, zeige ich später dann bei der Präsentation, wie man die einspielt. Und entsprechend dann auch noch diese Chöre zum Anstimmen, weil gerade in Corona-Zeiten hatten wir ja oft kein Publikum. Und da war halt ein Ausweg, wir dürfen ja beim Basketball laut den Regelungen bis zur Mittellinie die eigene Mannschaft mit Lautsprecheransagen unterstützen, also eben entweder sprechend oder musikalisch. Und haben uns dann gedacht, naja, es gibt ja Aufnahmen von ganz guten Publikumschören, die klatschen und Defense rufen, die könnte man ja einspielen. Hat sich gut bewährt, behalten wir mittlerweile auch bei, weil es eben bis zur Mittellinie super geht. Ja, das haben wir schon gehabt mit den Spielervorstellungen und so weiter, Hymne, Ankündigung natürlich, also dann muss man auch sagen, welche Termine anstehen, Spielstände und so weiter und so fort. Dann kommt es immer zu diesen berühmten 3 Minuten vor Spielbeginn, das ist dann die heiße Phase, wo dann eben beide Mannschaften darauf vorbereitet werden, nach dem Einlaufen. Es wäre dann an der Zeit, dass die 5 Spieler aufs Feld kommen, die schlussendlich spielen werden in der ersten Aufstellung. Natürlich wieder bei den Gegnern sagt man, da kommen 5 aufs Feld. Und natürlich wieder, wenn der Simon dann sieht, welche 5 bei uns einlaufen, mit der gleichen Stimme wieder dann, mit der Nummer und so weiter. Starting 5 wird entsprechend gemacht. Und dann kommt eben das berühmte, eben jetzt wird das Spielbeginn nochmal gecheckt, also alles okay bei der Zeitnehmung, bei den Kommentatoren, bei den Spielern, bei den Teasern, Trainern, alles unter dieser Aufruf. So, während dem Spiel, wie ist es jetzt eben, was wir vorhin gesagt haben, schießende Entscheidungen müssen bekannt gegeben werden. Das sind eben Fouls, Freiwürfe, Doppeldribbling, Shotclock, also wenn diese Zeit ausläuft. Noch eine Erklärung beim Basketball, man hat eine Unendlichzeit. Also man muss innerhalb einer gewissen Zeit aus der eigenen Hälfte hinaus. Acht Sekunden, also eben bei 24 Sekunden fangen die Uhren zu laufen. Das heißt, bei 16 sollte man über der Mittellinie sein, sonst bekommt der Gegner den Ball. Dann muss man innerhalb der weiteren Sekunden auch einmal den Korb treffen, zumindest am Ring. Wenn man das nicht macht, bekommt der Gegner auch den Ball wieder dann. Also es ist ein schnelles Spiel und man muss das tun dafür. Wird aber auch entsprechend erklärt, wenn was gepfiffen wird. Dann immer mit dem Anfang habe ich schon erklärt, oder eben auch wenn der Ball nicht im Spiel ist. Also immer dann, wenn es zum Beispiel ein Einwurf ist, da findet der Simon zum Beispiel dann anfeuern, rufen, Defense, was auch immer halt, solange bis der Gegner wieder den Ball in der Hand hat. Weiß ich mal, vorhin haben wir gehabt, und mit Musik für die Pausen, Spielstände und so weiter ist auch. Und natürlich am Spielende Endstand bekannt geben. Mittlerweile freuen wir uns, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, dass wir immer dann eine Siegeshymne spielen dürfen. Ist dann besonders interessant, immer natürlich dann mal die UBC-Hymne spielen in der Siegesversion. Dann natürlich auch noch von Tina Turner, Simply the Best. Und dann, wenn der Gegner vielleicht gerade so am Abtrennen ist, nachher dann noch von den Toten Hosen, Tage wie dieser, kommt immer ganz gut nachher dann zum Entspannen. Das ist dann unser Extra. Anforderung ist eben, was wir gesehen haben mit der Umsetzung mit Open Source. Ich komme ja aus der Technik, also ich tue mir da relativ leicht, Sachen zu verstehen und auch zu ändern. Der Simon ist eher Kabarettist und Apple-Verwender und deswegen eher darauf bedacht, dass es möglichst einfach funktionieren soll und auch verändert werden soll. Also diese beiden Schnittpunkte haben wir etwas weiter auseinander. Also User-Level und Know-how, wie macht man das? Anforderungen an die Technik eben, wir haben verschiedene Hardware und Software, also von Apple beginnend über Windows bis zu Linux, sollte auf allen funktionieren. Und jetzt haben wir geschaut, mit welchen Tools arbeiten wir. Open Source mäßig, naja, LibreOffice bietet sich irgendwie an, das läuft auf allen Versionen. Audacity ebenso und der VLC auch. So, und jetzt eben als die Beispiele eben, wir haben uns gedacht, als Oberfläche, naja, wir könnten ja eine Präsentation zweckentfremden, weil bei den Präsentationen kann man ja Elemente hineingeben, das können eben Rechtecke sein, die man beschriften kann zum Beispiel, und denen kann man eine Interaktion zuordnen. Und das ist unter anderem Sound abspielen. Das heißt, jetzt haben wir gesagt, naja, also wenn ich jetzt sage, ich habe eine normale Playlist, damit ich miteinander suchen, wo das richtige Lied ist. Zweite Variante, ich baue mir halt eine Präsentation, wo ich schon beschriften kann und dann drücke ich drauf und dann wird genau dieser Ausschnitt gespielt, den ich haben möchte. Hat super funktioniert, zeige ich jetzt gleich nachher. Was ich dazu sagen muss, ist auch bei der Bedienung her, ich empfehle immer dann eine Maus mit einem Scrollrad, weil es irrsinnig klasse ist, wenn nämlich der Schiedsrichter wieder das Spiel beginnen lässt, muss man den Sound wieder stoppen. Das heißt, man sollte schnell reagieren können und wenn man bei der Maus das Scrollrad einmal anschupft, dann ist sofort was anders, dann ist alles beendet vom Sound her, haut super hin. Tablet habe ich schon erwähnt für Fotos und Spielbericht und Namen und das ganze andere auch. So, das sind einmal so 3 Basic Screenshots, wie wir das gemacht haben, kommen noch in groß nachgeliefert. Und zwar ist einmal am Anfang dieser Start eben, da haben wir nur gesagt, wir wollen einmal wissen, eben, worum es geht und wann wir das erstellt haben. Weil immer diese Versionierung ist ähnlich halt, wie man es auch bei Programmieren und so weiter kennt.
Wenn ich nur etwas habe, wo kein Datum dabei steht, immer danach überlegen, warte mal, wann haben wir das gemacht, welche Version und so weiter. Also am besten immer gleich vorne hinschreiben, einfach, wann ist die letzte Version gewesen. Da sieht man schon, in der zweiten gilt eben, wir haben hier quasi einen Überblick, wo wir sagen, oben, was ist der Inhalt dieser Folie. Dann haben wir diese Buttons, wo man draufklicken kann, die auch schon beschriftet sind, dass wir halt hier in dem Sinne eben bei Spielbeginn eben die Signation von der Liga und dann nachher dann eben die Hymne und dann eben die Sponsoren und alles Mögliche. Und ganz unten, wenn man hinschaut, da ist dann eben dieser dauerhaften Action-Button vom Master-Layout, den wir häufig brauchen, also die Defense-Rufe oder eben nachher dann eher auch bei Einwürfen oder bei anderen Sachen, was wir halt anspielen wollen. Ich sage es einmal auch in der Live-Präsentation hier jetzt, also ich gehe zu dir, genau, habe ich schon aufgerufen. Das schaut es, also ist es eben gestartet schon, schaut so aus und wenn ich jetzt eben wegen der AKM einmal auf die Defense hinaufklicke. Also wenn wir keine Zuschauer haben, kann man so ein bisschen mit ihnen gleich schon mal wirken. Das sind die Fans der Boston Celtics, sie sind im Schnitt etwas zahlreicher als die des UBSC Graz. Und genauso leicht geht es hin, wenn ich sage, ich möchte die Hymne anspielen, dann weiß ich, okay, klicke auf die Hymne. Defense! 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 Also sehr einfach zu bedienen, auszutauschen, einfach nur sagen, meine Oberfläche, meine Objekte, diese Aktion, Soundtrack. Dieser Effekt ist hier, wenn ich woanders hinklicke, wir haben das so gemacht, wir haben hinten eine große Oberfläche in den Hintergrund gelegt, die auch genau eine Interaktion hat, nämlich eine Stille von einer Sekunde zu spielen. Das heißt, die stoppt auch alle anderen Sachen dadurch ab. Also Variante 1, ich fähle eine andere Folie an, wird gestoppt, oder ich klicke auf den Hintergrund, wird auch gestoppt. Damit, wie gesagt, ist einmal das sehr einfach erklärt. Man sieht da auch schon, also wir haben hier thematisch zu Spielbeginn, wir haben dann auch für die weiteren Musikstile gesagt, was sind unsere Jingles zum Beispiel, was sind unsere Jux-Lieder, die wir einspielen können, auch gerade bei inoffiziellen Bewerben, die jetzt nicht Liga-Charakter haben, wo der Humor durchaus gewünscht ist. Hip-Hop-Sachen natürlich, was sind dann eben Latin-Sachen oder aktuelle, die man dann hineinnimmt und auch die Pausenmixe natürlich. Oldies haben wir auch natürlich einige dabei. Und wie gesagt, also diese Sachen sind sehr leicht durchschaltbar, einspielbar, veränderbar, mal von der Oberfläche her. Jetzt gehe ich wieder zurück zu dem nächsten Tool, weil klarerweise, das ist jetzt, wie ich das präsentieren kann. Jetzt war die Frage dann eben, wie können wir das verändern? Weil wir wollen nicht immer das komplette Lied haben. Wir brauchen manchmal halt nur den Anfang oder den Mittelteil, je nachdem halt, wenn ich sage, ein Timeout dauert knapp eine Minute. Ich habe ein Lied von 4 Minuten, werde nicht den Anfang spielen, der lange aufbaut, sondern ich werde mal den Mittelteil nehmen, der schon einen rasanten Rhythmus hat zum Beispiel. Audacity bietet sich sehr wunderbar dafür an, weil da sieht man schon aufgrund der Wellenform, wo das wahrscheinlich sein wird. Kann ich schneiden, kann ich verändern, kann ich konvertieren auf die Sachen, die ich bei uns brauche und haut wunderbar hin. Und auch wieder auf allen Plattformen verfügbar. Und zu guter Letzt haben wir uns noch angeschaut, eben was wäre, wenn wir sagen, wir wollen wirklich solche Playlists noch übernehmen von den Spielern. VLC, wie gesagt, das soll Audio sein, nicht Audio. VLC für die Wiedergabe, keine Frage, kann alle Formate, kann alle Playlisten auch entsprechend shuffeln, die wir uns hineingeben, haut auch wunderbar hin und geht auch auf Apple, soweit super. Mhm. Das wäre mal so in der Schnelle, das, was wir mit Open Source gemacht haben, womit wir auch immer uns beschäftigen und das auch gerne, wenn Interesse besteht, dann bei den Folien auch ein Grundlayout anderen zur Verfügung stellen können. Also wenn jemand von euch Interesse an sowas hat und sagt, er hat vielleicht Bezüge zu irgendwelchen anderen Sportarten, Vereinen, wo keine Stimmung ist und sich vielleicht gerade die Jugend abmüht und oft trainiert und dann ein Heimspiel hat und eben keine Stimmung ist, sage ich, na bitte, nimm einen Laptop mit, mach eine Präsentation, spiel ein paar Soundsachen ein, schneid das Ganze. Das können auch Leute, die keine Technikexperten sind. Und dann hast du wirklich ein Heimspiel und eine Gaude. Kann ich schwer empfehlen. Da hier noch als Motivation quasi, also eben am Sonntag, wie schon erwähnt, findet das erste Playoff-Spiel statt, wo eben UBSC Heimrecht hat gegen St. Pölten. Die anderen Termine stehen schon da. Es ist Best of 5, das heißt, wenn man dreimal gewonnen hat, ist beendet. Wir hoffen heute, dass es schon beim zweiten Heimspiel dann sein wird am 30. April. Der Raiffeisen Sportpark ist eine relativ neue Sportstätte mit einer recht guten Tonanlage. Also das Ganze macht dann schon ein bisschen einen imposanteren Eindruck als hier im Hörsaal. Jedenfalls also die nächste Gelegenheit, diese Präsentation plus, hoffe ich, ein super Basketballspiel zu sehen, ist morgen um 17.30 Uhr im Raiffeisen Sportpark. UBSC gegen SKN St. Pölten. Erstes Spiel der Playoffs, eine Best-of-Three-Serie und das erste Mal, dass UBSC überhaupt
aus der oberen Tabellenhälfte mit Heimrecht in die Playoffs geht, worauf ich mich nach sehr vielen leidvollen Jahren besonders freue. Gut, damit wären wir eigentlich schon am Ende von unserer Präsentation angelangt. Ich glaube, wir sind soweit in der Zeit geblieben. Nicken, gibt es von euch Fragen dazu? Irgendwas zur Umsetzung oder sonstige Anregungen, Wünsche? Oh. Bitte. Die sind in einem eigenen Ordner, das heißt, man kann ja dann bei der Interaktion sagen, also ich zeige das einmal kurz her, wenn ich auf die Präsentation gehe und ich beende mal ganz kurz, so. Wenn ich jetzt da hinaufgehe und eben dann die rechte Taste klicke, kann ich hier angeben bei Interaktion, wo ich sie herhaben möchte. Und dann ist er hier bei Durchsuchen einfach halt dann der Pfad, den ich angebe. Ich muss euch schauen, es wird oft der komplette, absolute Pfad abgespeichert, weil er sagt, der muss wirklich dann stimmen, weil sonst, wenn ich halt dann nichts dort liegen habe, dann tut er auch nichts. Also immer heißer Tipp, wenn nichts abgespielt, einmal nur schauen, ob eben der Pfad der richtige ist oder gleich angewöhnen, ich mache immer Beginn beim Stammlauf, einen Pfad beginnend und dann passt es immer. Was auch noch ist, ich würde halt nur probieren, immer dann auch von der Kompatibilität her, gerade bei MP3s und anderen Formaten, wenn man Mac und Windows und Linux hat, ob es auf allen gleich gut zum Abspielen geht. Wir haben da auch schon gehabt, dass einige Formate beim Mac gingen, beim anderen nicht so. Also am besten immer mal vorher durchprobieren und dann eine Einstellung wählen, die für beide geht. Dann passt es. Ja, oh, okay. Doch. Schon mal über Stream Deck oder ähnliche Hardware-Controller nachgedacht für die ganzen Musikpacken? Es ist so, derweil habe ich einmal das als einfachste Oberfläche genommen, weil das halt, wie gesagt, vom Softwaremäßigen her einfach zum Installieren ist. Die Kombination, wie wir uns da gerne was auf Tasten hinauflegen natürlich, das ist die nächste Stufe. Also nehme ich gerne auf, da haben wir auch schon drüber nachgedacht, weil klarerweise, da war immer so das Bild vom Stefan Raab. Genau, die Frage wiederholen. Also die Frage war de facto, ob man hier zu dieser Softwarelösung auch noch hardwaremäßig sich eine Ergänzung dazugeben könnte, dass man gleich draufklickt und dann wird das abgespielt. Ich muss ja nicht mit der Maus hin und her fahren, wenn ich es richtig verstanden habe. Und derweil ist so, ich habe so auf die Schnelle noch nichts gefunden, wo ich hier der Präsentationssoftware erklären könnte, bitte, wenn du diese Taste drückst, die wird als Hotkey definiert und dann spiele das ab. Da sind wir jetzt im nächsten Schritt daran, weil wir hätten halt gerne wie beim Stefan Raab so ein Pult quasi, wo man sagt, ah, da kann man blind draufgreifen, da weiß man schon, da wird das eingespielt. Aber ist einmal so gewesen, die erste Stufe mal Präsentation, das kann jeder mal verwenden und dann halt darauf aufbauen. Ich möchte noch ergänzen, manchmal ist einer von uns allein, nachdem wir das beide ehrenamtlich machen und zeitweise zu Zeiten von Spielen auch Geld verdienen müssen und dann muss einer das gleichzeitig tun, die sämtlichen Ansagen und das Anklicken. Das heißt, die Einfachheit der Bedienung steht da wirklich ganz enorm im Vordergrund. Und wie das immer schon sagt, wenn man alleine ist, man merkt dann auch, dass immer schon die Spieler öfter im Gesicht und sagt ihren Namen, der kennt sie schon, ich muss dann meistens wirklich nachschauen. Wir haben uns auch schon eine weitere Ausbaustufe überlegt, wo man sagt, das Format der Präsentation ist meistens halt nicht unbedingt bildschirmfüllend notwendig. Man könnte sich auch dauerhaft auf der Seite die Spielernummern und die Namen von beiden Mannschaften eben einblenden lassen in der Masterfolie. Dann hätte man auch auf die Stelle, ah, so heißt der momentan. Aber bei den eigenen soll es dann eh passen, bei den Fremden halt, dass man auch weiß, wie die gleich sind. Ich bin halt Jahrgang 1956 und habe ganz gern solche Dinge noch. Ich weiß, irgendwie wundert es eben, weil das jemand macht wirklich also handschriftlich alles vorher. Ich bin einfach eben, sage ich, so faul und fotografiere mir das und muss dann herausholen und lese es dann ab. Ja, gibt es auch weitere Fragen? Bitte. Ist das mit der AKM nochmal bei so einer öffentlichen Vortragsveranstaltung? Ja, also die AKM ist ein wirklich lästiger Verein. Ich pflege zu sagen, der Polizei entkommst du leicht, dem Finanzamt schwer, der AKM nie. Aber Vereine, die einen Spielbetrieb haben, wo Musik eingespielt wird, müssen eine AKM-Pauschale abgeschlossen haben. Das ist auch die günstigste Lösung. Das heißt, das habe ich einmal abklären müssen und seitdem läuft es automatisch. Nein, nein. Also generell, wir sind ja in dem Sinne nur moderierend und sprechend tätig. Also die organisatorischen Sachen hat jeder Verein schon geregelt. Wir kommen nur hin und liefern das ab. Das war nur heute hier die Frage, weil es eben auch eine öffentliche Veranstaltung ist. Und ich habe eh auch nur nachgeschaut, weil in Corona-Zeiten haben ja sehr viele Leute auch privat gestreamt oder eben auch bei anderen. Und es gibt mittlerweile von der AKM eine sogenannte Mikrolizenz. Das heißt, wenn man sagt, man möchte eine Übertragung machen, wo maximal, ich glaube, 15
kostenpflichtige Stücke gespielt werden und man hat unter 1000 Aufrufen im Monat, dann zahlt man um die 20 Euro dafür. Also das muss ich Ihnen sagen, das machen die sehr einfach. Ich kann nur dazu sagen, im Online-Berechner, es gibt genau nur einen Weg, wo man es online überhaupt abschließen kann. Bei allem anderen wird man das Büro verwiesen. Also einfach die Werte oben nur anklicken, dass es passt, dass man das dann anklickt und dann kann man um 20 Euro eigentlich sagen, okay, ich mache einen Stream oder irgendwas und kann dann bis 1000 Aufrufe im Monat locker weitergeben. Ganz offiziell. Okay, nachdem ich schon das Zeichen bekommen habe, eine Minute. Ich glaube, die habe ich gerade gefüllt. Wenn es uns keine Fragen gibt, besten Dank für eure Aufmerksamkeit, eure Fragen. Die Masterfolie gehen wir gerne weiter, wenn es Interesse gibt. Und wenn jemand weitere Ergänzungen hat, freuen wir uns natürlich auch. Und am Sonntag, wie gesagt. Morgen 17.30 Uhr Raiffeisen Sportpark, UBSC Raiffeisen Graz gegen SKN St. Pölten. Dankeschön. Ja.